Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Fitzbees Infinity Wolf Skyblock Expert Mode. Immer noch zusammen mit der stillen Blue Jenny, die da hinten gerade irgendwo rumschwirrt und die uns jetzt den Tier 3 Altar machen kann. Oder macht, wie auch immer. Man sieht hier Tier 2 und wenn sie gleich das letzte Ding setzt, sollte es zu Tier 3 werden. Bing, Tier 3. Passt, danke dir. Du wirst jetzt ein paar Speedrunen noch machen oder direkt schon Tier 4. Okay, gut. Das heißt Speedrun, dass es alles ein bisschen schneller geht. Und währenddessen werde ich ein wenig Sormium fertig machen. Das war Mana-Stil. 9 Stück. Hier. Und 4 Magie. Ich weiß, da bin ich gerade bei. Mehr oder weniger. So, haben wir irgendwas, wo gut nur Magie drin ist. Ne, wir haben überall was anderes noch als Nebenprodukt. Ich weiß nicht, was denn das Beste jetzt wäre. Ich glaube, dann nehme ich einfach Blaze Rods. Ich habe... Warte, wie viel brauche ich? Ich brauche 9 mal 4 sind 36, das heißt, ich brauche 18 Blaze Rods. Okay, das heißt, das sollte reichen. Da, Kompressor. Baller mal durch. Na? Na, geht auch nicht glatt auf. Aber ich sollte jetzt genug Blaze Rods haben. Ja, mehr als genug. So, das heißt, 2 Blaze Rods, 1 Mana Steel. So, 1, 2, 1. Pomium. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Und ja, ich weiß, ich verschwende jede Menge Aspekte gerade, aber das ist mir egal. Die kochen gleich raus sozusagen. Dann haben wir jetzt einen Thamium-Block. Du grüßt aber noch kein Tier 3-Ding. So. Ich müsste hier einmal ran. Du hast die höchste Rune gerade gemacht, oder? Ja, ist egal. Brauchen wir trotzdem später. Hast du noch einen Apfel für mich? Danke. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viel Blut das Ding jetzt braucht. 25.000. Du kannst wirklich rechts gedrückt halten und du stirbst nicht. Boah. Das ist echt cool. Und wieder Leben voll. Okay, also ist das eigentlich nur eine reine Wartezeit bei dir gerade. Hey, wird ja schneller, wenn du Blattruhen hast. Speedruhen. Weil mit den Speedrunen wird nämlich die quasi diese Infusionsrate oder wie das heißt, wo das Blut in den Gegenstand reingibt. Was? Schar? Boah. Ja, dann mach doch ein paar Speedrunen schon. Bing, ich habe ein Tier 3. Orb. Hä, habe ich kein Blut mehr im Netzwerk? Okay. Kannst du mir nochmal einen Apfel geben? Danke. Weil ich brauche ein bisschen Blut im Netzwerk. Und jetzt opfer ich quasi mich selber, beziehungsweise schmeiße direkt ins Netzwerk rein und pump's halt nicht erst dazu. Denn wenn ich jetzt nämlich hier reinpacke, geht immer noch nichts. Hä? Warded Glass. Apprentices Magician. Gut. 2 Glowstone, 1 Redstone. Ja. Okay.
Nicht mich mobben. Warte, geht das eigentlich auch so? Nee. So, ich muss es nämlich zweimal bauen und für die Essenz-Dinger. Ja, kann ich dir geben, kein Problem. Dann brauche ich... Was war das andere da drin? 4 Eis und 4 Snow. 4 davon. 4 hiervon. Du hast mir übrigens eine von denen noch zugeschmissen. Oder ich habe mir die genommen, wie auch immer. Nein, das war das Falsche, das war das Richtige. Oh, hier kocht gerade alles über. Das ist nicht gut. Verteilen soll sich das bitte nicht. Und das ist der Hauptgrund, warum ich jetzt erstmal versuche, diese Automatisierung dafür hinzukriegen. Weil dann hat man das ganze Problem nicht mehr. Ups. Ja, das ist in Ordnung. Also, was heißt, ist in Ordnung, aber kann man jetzt nichts gegen machen. Nee, du wolltest jetzt... Ritual. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger jetzt gerade heißen. Arcane Stone, die Dinger wolltest du haben. Toll. Ein Wand kann ich dir noch komplett leer machen. So, mehr kann ich dir gerade erstmal nicht geben. Außer du ziehst los und lädst den Zauberstab auf. Dann schmeißen wir wieder ins System rein. Weil ich brauche jetzt nämlich selber noch ein bisschen was. Damit ich jetzt meine 1K Essentia Storage Cells machen kann. Bitte kein Greatwood. Und er braucht Greatwood. Ich hasse es. Wie machen wir nochmal Greatwood? Ich vergesse das jedes Mal. Oak, Magie und das Zeug. Toll. Das heißt, eine von denen. Wofür? Für die Speedrun? Ja gut, dann musst du noch 2 Minuten warten. Weil wenn ich das jetzt hier fertig habe, kann ich Thormium ohne Ende machen. Nur ich muss das erstmal fertig machen. 3 Stück. Das heißt, 6 von denen, 1 von denen, 2 von denen. So. Gib mir mal den Wand her. Ich hoffe, ich habe jetzt alles hier mal rausgekocht. So, einer von denen ist da drin. 2, 3, 4, 5, 6. Ein von denen, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein von denen. 2 von denen. So. Ich hoffe, das wird jetzt reichen. Da ist die Sawmill. Die auch mal schneller werden könnte. Haben wir Augments noch liegen? Nee. So. Na. Die beiden. Das kann weg. Der One muss hier rein. 2-mal. Passt. Und ich kann die 1K Essential Dinger nicht machen, weil ich wieder Thormium brauche. Gut. Ja, komm, ich mach gleich mal einen Stack davon. Ach, ist eigentlich egal, wo ich es reinschmeiße. So. Ruhe jetzt. Dann brauche ich wieder Blaze Rods. Das waren... Wenn du mir Blaze Rods machst, kann ich dir Thormium mitmachen. 2. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Na? Okay.
toll. Jetzt habe ich auch noch Absinkendes gehabt. Flint Steel brauche ich. Was hast du getan? Du hast immer noch nicht ausgeleuchtet, oder? So. Kann ich jetzt zumindest schon mal zwei Stück bauen. Das heißt, ich kann jetzt ein bisschen effizienter das Ganze machen. Denn, um jetzt den Magieaspekt zu bekommen... Okay. Kann ich beispielsweise jetzt einfach mal ein paar Shards oder einen Hopper erstmal. Dann eine Chest. Und ein paar Shards. Und den habe ich noch gar nicht eingestellt. Fällt mir gerade ein. Mache ich das mal im Schnell. Und zwar... Einer von denen gleich einer von denen. Und hier sollte jetzt irgendwo noch ein Platz zumindest frei sein. Hier. Bringt der Fortune was eigentlich? Nö. Na? Ah, stimmt, die muss ich dann natürlich hier hinten nochmal wieder einstellen. Ist ein Exportbus schon dran? Ja. So, jetzt aber bitte. Bitte? Funktioniere doch jetzt einfach. Also wenn ich manuell anfordere, funktioniert's. Okay, braucht das System vielleicht gerade einfach nur mal wieder ein bisschen länger. Bis es erkennt, dass ich hier was gemacht habe. Ach, mir jetzt egal. Machen wir einfach mal 100 Stück. Gut, ich wollte jetzt aber gerne einmal so machen. So machen. Und ein Stack davon. Oder von jedem eigentlich zwei Stacks genau genommen. So. Und die jetzt hier reinfeuern. Die werden jetzt hier zerkleinert. Und wenn ich mein Thermometer habe, sieht man hier ab und zu gleich was aufblinken. Ah, konnte ich sogar noch erforschen. Hehe. Habe sogar noch ein paar Elemente gratis bekommen. Ab und zu sollte man hier was aufblinken sehen, dass da was drin ist. Aber ansonsten sieht man hier, hier ist was drinne. Dafür brauchen wir jetzt noch ein neues Terminal, damit wir das auch vernünftig sehen können. Und dafür haben wir natürlich so gut wie nichts da. Können wir gleich mal ganz kurz gucken. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. So. Und Whistfilter. Ah, ich hatte sogar noch einen. Das ist gut. Zack. Und noch ein blaues Kabel. Und zwar hierhin. Und jetzt sehen wir hier nämlich auch, wir haben hier Magie drin. Und jede Menge anderen Zeug. Was hier halt jetzt langsam klein gehäckselt wird. Also das dauert eine ganze Zeit lang, aber wir bekommen Pekentatio. Weiß nicht, ob es schneller geht, wenn man hier mehr von den Arcane Alembic hinbaut, aber ich glaube nicht. Von daher werde ich es da auch nicht machen. So. Was wolltest du jetzt haben? Hauptsache, hier sind überall Stellen, wo nicht ausgeleuchtet ist. Ach, die Dinger, ja. Dafür muss ich ein Ritual machen. Dafür muss ich jetzt erstmal hier den ganzen Kram aufstellen, aber das werde ich nächste Folge machen. Diese Folge ist jetzt komplett draufgegangen, nur für den ganzen Quatsch. Das heißt, doch später.
mit dem Schwert dann, mit dem Bounce Sword musst du es töten. Das heißt, per Cantatio bekomme ich jetzt ja einiges, dass wir es ein bisschen einfacher haben hier später. Nur dafür muss ich noch eine andere Sache dann hier ein Ritual machen. Und zwar ist das der... ich glaube der Essentia Provider, das Ding hier. Da muss ich jetzt nämlich gleich ein Ritual für machen. Aber dafür muss ich halt erstmal den ganzen Quatsch hier aufstellen. Das werde ich jetzt nächste Folge machen. Ich würde dann einfach mal sagen, falls ihr es geguckt habt, lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.